Willkommen zur Lokführerschulung. Hier werden Sie durch den Betrieb einer BR-112-Lokomotive in verkehrsroter DB-Lackierung geführt. In dieser kurzen Einführung werden wir über die wesentlichen Fahrsteuerungen und den Fahrgastbetrieb sprechen. Wenn Sie bereit sind, steigen Sie ein, um zu beginnen. Wir werden die Lokomotive erst einschalten müssen. Halten Sie den Batterieschalter für 5 Sekunden in der Position Start. Dieser Zug nutzt einen Stromabnehmer, um Energie aus der Oberleitung zu ziehen. Stellen Sie den Stromabnehmer-Wahlschalter auf Hinten. Nehmen Sie auf dem Lokführersitz Platz. Hier werden Sie den Großteil Ihrer Zeit verbringen. Mit dem Richtungsschalter stellen Sie die Fahrtrichtung ein. Wir werden warten müssen, bis die Bremsen genug Druck aufgebaut haben. Werfen Sie einen kurzen Blick auf den Bahnsteig, um zu überprüfen, ob es sicher ist, die Türen zu entriegeln. Es ist Zeit zum Losfahren. Schließen Sie die Türen. Dieser Zug ist bereit zur Abfahrt. Verwenden Sie den Geschwindigkeitswähler, um Kraft aufzubringen und loszufahren.
Sie nähern sich nun Hasselbrook. Stellen Sie den Geschwindigkeitswähler auf 0, um zu bremsen. Nutzen Sie die Zugbremse, falls Sie zusätzliche Bremskraft benötigen. Fahren Sie dieses Mal ohne Führung zum nächsten Bahnhof. Sehen wir mal, wie Sie zurechtkommen.
Gute Arbeit. Damit wären wir alle Grundlagen zum Betrieb dieses Zuges durchgegangen.